Da sind wir wieder, Leute, bei The Lost Crown. Ja, und es geht auch gleich weiter. Wir haben die Nacht noch nicht überstanden. Wir wollen nämlich jetzt irgendwie ins Museum kommen. Das Museum war rechts, ja. Da Museum. Ja, aber es ist wahrscheinlich auch abgeschlossen, nehme ich mal an. Aber hier können wir vielleicht was machen. Hm, mal gucken. Ja, wir gucken mal kurz hier rüber. Weil da steht nämlich was. Einfach geklaut, ey. Ich glaube, das hat sie sogar mit Absicht dorthin gestellt. Auf jeden Fall können wir damit jetzt das Fenster hier aufhebeln. Nachts im Museum. Oh, also echt, das Spiel wird immer härter jetzt. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Hier sieht's ja sehr freaky aus. Hier können wir uns auch was angucken. Hätten und Teilen. Überall hätten, ey. Haben wir die jetzt mitgenommen? Ja. Aha. Ein Schädel. Ein Vogel. Sieht aber nicht echt aus. Naja. Sonst noch was hier Interessantes? Könnten wir eigentlich wieder raus? Ich sollte die Untersuchung abschließen und sicher gehen, dass ich alle Informationen habe, die ich brauche. Ja. So, gehen wir erstmal geradeaus weiter. Hier scheinen alte Ausstellungsstücke zu stehen. Oder noch nicht veröffentlichte Ausstellungsstücke. Was haben wir denn da? Sexton Museum, Anglia. Museum von Sexton. Eine wahre Fülle von Exponaten und Antiquitäten erwartet Erwachsene sowie wohl erzogene Kinder in der neuesten Attraktion von Anglia für Touristen. Einheimische und Schüler tauchen sie tiefer in die Frühgeschichte ein als je zuvor. 1. Mai 53. Ah, das ist schon ein wenig her. Naja. Was haben wir da? Ja. Toll. Jo, gucken wir uns mal weiter um. Auf die Toilette, da bin ich jetzt noch mit Absicht noch nicht gegangen, weil machen wir dann später. Ein altes Gemälde oder eine Kopie davon. Pilze. Hier ist auch nichts. Oh, das ist schon wieder so eine komische Kiste. Oh, Nachtfalter oder sowas. Oh, der Drucker läuft. Ich glaube, ich sollte nicht hier unten sein. Wieso läuft denn der Drucker? Ist jemand hier gewesen? Ist jemand hier gewesen? Was ist, wieso ist dein Gesicht drauf? Och ja. Oh, hier sind wir in diesem Videoraum. Da können wir natürlich die ganze Nacht gefilmt, ey. Das ist ja natürlich dumm. So, hier können wir eigentlich nur das anklicken. Ja, da ist der Raum. Also der... Ach, die Kasse. Aber das ist unten bei uns. Oh, shit, was war denn das? Habt ihr das gesehen? Schon wieder da. Schatten.
Da war jemand. Und wir haben es ja gehört. Dunkle Schatten sind böse Geister. Aber hier können wir einige interessante Sachen sehen nachts auf den Kameras. Hä? War der Schatten da schon die ganze Zeit da oder was? Gerade kam mir das irgendwie komisch vor. Ach, wahrscheinlich die Anbildung. Ich werde schon ganz crazy von dem ganzen Scheiß. Der Aufzug. Ist ziemlich gruselig. Und die Geräusche immer dabei. Oh. Ohne Scheiß, also das Spiel könnte man schon mit Silent Hill oder Resident Evil vergleichen. Ich meine, es laufen keine Zombies rum oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall gruselig. Und das ist die Hauptsache. Wenn der Bildschirm flackert. Im nächsten Moment sieht man was ganz komisches und dann ist er auch gleich wieder weg. Hier scheint aber nichts zu sein, oder könnt ihr was sehen? Hä? Das waren nur wir, oder? Das waren doch gerade wir, oder? Kann das sein? Das war irgendwie original. Hä? 5, 8, 1. Wieso kriegen wir das denn auf, wenn wir 4, 5, 8, 1? Na, merken wir uns mal. 4, 5, 8, 1. Ich habe keinen Stifter, ich muss mir merken. Ui, das war die Bibliothek. Ja, die scheinen relativ uninteressant zu sein. Das Skelett von Sexton. Habt ihr das gesehen? Das war doch gerade offen, oder? Das Sexton-Skelett ist weg. Jetzt wieder da. Da stand gerade jemand. Jetzt wieder weg. Jetzt wieder offen. Passiert da noch irgendwas? Oh, da bin ich gerade. Der Baum. Da wollen wir ja eigentlich hin, ne? Der Helm und das Fernglas. 4, 5, 8, 1 war es, ne? Wo ist denn das? Ach, das ist beim Fahrstuhl da links nach hinten, ne? Komisch. Puh. Leute. Da muss man schon mal durchatmen. Wir sind hier definitiv nicht alleine. Und jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Ja, jetzt sagen wir wieder hier heißt immer hier ist irgendwas. Oder eine Zeitung. Das ist nicht richtig. Das war es nicht richtig. Letzte Bewohner von Northfield, abgelegene Farmhaus wird versteigert. Die Northfield Farm, ehemals als Agerhaus bekannt, soll nach Regelung des Carswell-Nachlasses versteigert werden. Das Anwesen steht seit 20 Jahren leer, nachdem die ehemaligen Besitzer Robert und Catherine Carswell einem Großbrand zum Opfer gefallen waren. Hä? Aber die haben wir letztens noch gesehen. Das Ehepaar hatte das Haus in den 60er Jahren als Experiment in Sachen Selbstversorgung erworben.
Catherine war in ganz Sexton für ihre prächtiges Gemüse, ihre Gebräue, Eintöpfe und Tränke bekannt, die sie aus allerlei Blüten und Kräutern zauberte. Die Polizei konnte nach dem Brand keinerlei Hinweise auf den Verbrecher, auf ein Verbrechen finden. Doch viele vermuten Brandstiftung. Bis heute beharrt die Familie Carswell darauf, dass das Ehepaar sehr vernünftig und vorsichtig gewesen sei und dass ihr Tod kein Unfall war. Vollständigbericht auf Seite 13. Hätten hier, oder? Das ist nicht richtig. Ja, blubber. Okay, kann man nichts weiter mitmachen? Oh Gott, Leute. Ich kann da nicht reingucken. Aber hier können wir was machen. Also echt, ich bin gerade richtig... Oh Gott! Nee. Sorry, ich kann's einfach nicht. Aber was können wir denn hier machen? Now wash your hands, please. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Jo, mal gucken. Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Okay. Hören wir uns mal die Aufnahme an. Eine Aufnahme von den Museumstoiletten. Da lacht jemand, oder? Kann es sein? Also ohne Scheiß in das Klo reinzugucken. Nein, danke, Leute. Oh. Ihr seht, wie das Licht flackert. Oh. Sorry. Also heute bin ich irgendwie schreckhaft. Die steht hier. Ist jemand da? Bitte klopfe einmal für Nein und zweimal für Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Steigt auf. Ja. Bin ich hier allein? Da klopft einer oder so. Kannst du mich sehen? Klopfen kann sie. Kannst du mich hören? Eigentlich ist die Frage total dumm, ne? Er fragt da irgendwelches Zeug und die klopft und beim nächsten Mal sagt, oh Gottes Willen, Leute. Bist du an diesem Ort gefangen? Ich meine, ich habe ja keine Angst vor Geistermädchen, also. Keine Angst. Wirf etwas, schlag auf etwas, mach ein Geräusch. Gleich wirft sie etwas am Kopf. Mach, dass sich etwas bewegt, bitte. Oh Gott, ey. Sorry, aber ich bin etwas ängstlich. Na?
finde es halt erstaunlich. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Nichts. Das Ereignis scheint vorbei zu sein. Vorerst. Ich finde es halt erstaunlich, dass Nigel so unglaublich ruhig bleibt. Ne? Ich schätze mal, ihr und ich, wir werden schon längst geflüchtet. Ja, da war sie mal hergekommen. Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh. Alles klar. Ich hoffe, ich mache euch nicht zu sehr Angst, meine Freunde. Der Fahrstuhl geht nicht. Habt ihr euch auch erschreckt? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Wir machen noch 3 Minuten, sag ich mal so. Oh, warte mal. Nein. Gut, wo war das nochmal? Nee, da war's nicht. Und da sind wir, yeah. Mal wieder. 4581, oder? Na? 4581, gut. Das müssen wir nur hier in diesem Sicherungskasten eingeben. Da ist nämlich was kaputt. Die Sicherung ist durchgebrannt. Na? Hey Leute. Ich muss da jetzt rein. Ich will da nicht rein. Also ich meine, so ein Geistermädchen ist mir zwar lieber als die Egerbrüder, aber Geist ist Geist, ne? Also Leute, oben zu und durch. Oh Gott, können die Tür nicht offen bleiben? Und ich habe ein bisschen Angst. Okay, es passiert nichts. Leute, nachts im Museum. Da wird alles lebendig, außer die Sachen, die hier rumstehen. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Ja, wir wollten jetzt zum Skelett von Sexton. Hier wollten wir was machen. So, hier dürfen wir jetzt fotografieren. Bullshit. Sieht so aus, als würde jemand drauflegen oder daneben legen. Jetzt können wir hier vielleicht auch was filmen. Oh. Was zur Hölle ist das? Haut und Knochen? Muskelmasse? Was ist das? Sehr krass. Das Ding ist unheimlich, ey. Was könnten wir denn noch machen? Auf jeden Fall beende ich jetzt mal den Part. Ich hoffe, ich bin jetzt doch über 20 Minuten gekommen. Ich weiß jetzt gar nicht.
Ich sollte auf die Uhr gucken, Leute. Ich sollte wirklich auf die Uhr gucken. Wahrscheinlich habe ich schon eine halbe Stunde oder so. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part hier beim Museum. Es wird noch spannend, Leute. Das verspreche ich euch. Bis dann und ciao.